herzlich willkommen hier zu Shellshock Live zusammen mit Maukiele. Hey ho! Wir wollen auch auf den Zug aufspringen. Das Spiel ist einfach affengeil. Und ich habe das Tutorial schon gespielt, Maukiele glaube ich noch nicht. Ne. Und ich hoste einfach mal einen Server, machen 1:1 mit dem Plan als erstes. Okay. Damit ihr auch ganz klar seht, wie das Ganze geht, dachte ich mir, ich mache die erste Folge ungeschnitten. Ich habe dich eingeladen. Mhm. Angenommen. Sehr gut. Da bin ich schon. Free for all. Und ich habe bereits Stufe 5, weil ich habe das Tutorial gespielt. Und die ersten paar Missionen im Singleplayer. Und wir schauen einfach mal, wie das Spiel läuft. So, ne? So. Hallo Maukiele. Okay, so, also da haben wir Items. Alles null. Ja, du kannst mit A und D kannst du fahren. Mit den Pfeiltasten kannst du unter anderem deine Schussstärke und Winkel verändern. Und Weapons sind so die wichtigen Sachen. Kannst du auch mit der Maus und so. Kannst du auch mit der Maus. Leertaste ist voll. Oh. Okay. Ah, das war ein bisschen fail. Noch und. Jawohl! Das war der erste Treffer. Was nehmen wir denn da? Kann irgendwie gar nichts nehmen. Du machst es mir gerade zu einfach. Naja, kein Wunder. Du bist genau in meinen Schusswinkel gefahren. Haha. Kleiner Star. Toll. Ich treffe euch echt toll. Das ist, ich habe das Spiel gestern, ich habe das heute Nacht irgendwann um 1 Uhr gekauft, aber es war 11:30 Uhr. Und ich finde es einfach nur großartig. Hey, kennst du schon meine Lieblingswaffe inzwischen? Funkel, Funkel, kleiner Stern? Nein. Cookies! Das Spiel ist großartig. Das Spiel ist so großartig, das ist einfach nur toll. Du musst dich bewegen übrigens, ne? Weil ich kann nicht momentan, brauche ich nichts machen, ich treffe dich einfach. Granate! Nein! Was? Wolltest du einen Trickshot machen? Eigentlich nicht. Ach, verdammt. Was? Hab ich dich? Nein. Du triffst großartig. War großartig. Was? Backroller. Neue Waffen. Wollen wir mal gucken hier. Immer wieder ein schönes. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt klappt hier, so wie ich den abschieße. Und los! Los! Ich grab dich ein! Jawohl! Nein! Ach, verdammt! Das war ein Tunneler. Tunneler, der kannst du auch unter ihm schießen. So. Nee. Ja, und du bist noch gesichert. Ja, super.
Wo ist er denn? Tunnel. Soweit. Bin ich auch. Verdammt. Zwei doofe, ein Gedanke. So könnte man das auch sein. Airstrike. Was ist das denn? Ich versuch's einfach mal. Cool. Oh! Oh, oh, oh. Zahnrad. Das ist das erste Mal, ich Zahnrad krieg. Alter, jetzt hast du mich da irgendwie. Jetzt kommt der da mit dem Roller. Das ist klar. Ich verliere gleich noch. Na, kennst du schon Trickshots? Schauen wir mal, wo der trifft. Wenn der trifft, dann haben wir gewonnen. Jawohl! Ich hab gewonnen! Sehr cool. Na, oh, Team Deathmatch. Ja, ist besser. Ja, ich hab eine neue Waffe gekriegt. Die Snake. Irgendwie kommt mir das zu laut vor. Wenn ihr übrigens sagt, dieses Video ist jetzt besser als andere, weil ich nehme ein anderes Programm auf, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Wir wollen ein Team-Battle machen, und zwar 2 vs. 2, und ich möchte gerne, dass du in Team 1 kommst. Okay. Du musst dann hinter deinem Panzer auf Team 1 gehen. Tank Upgrade? Ah ja, damit habe ich darauf habe ich gewartet. Ihr seht schon, wie ich skille. Das wird natürlich später etwas anders noch sein. Das müssen wir warten, bis jemand kommt. Ich werde die erste Folge jetzt. Was hast du gemacht? Steve, bin ich ja angekommen. Wollte eigentlich was anderes. Ich hab dich noch eingeladen. Das Problem ist natürlich, jetzt wird wahrscheinlich gleich höhere Level kommen. Also jetzt haben wir schon mal einen. Und da kommt der nächste. Ich bin ready. So, wollen wir gucken. Die beiden gegen uns. Ich glaube, ich habe falsch eingestellt. Wieder. Normalerweise kann man es nämlich auch einstellen, dass das abwechselnd schießen ist. Oder bei dem ist das abwechselnd schießen. Ja. Aber die sind, glaube ich, dran. Nein! Ein Stein! Und er hat sich selbst seinen Teammate abgeschossen. Wie geil. Ich nehme den hinteren. Ich nehme den hinteren. Den James spielt. Okay. Nein, okay. Der genau. Den du getroffen hast. Ja, okay. Ich muss weniger. Aber ich bin jetzt ein bisschen safe. Also, ich muss auch. Natürlich nur auf mich. Immer gegen den, der aufnimmt, weißt du? Schauen wir mal, ob die Snake trifft. Oh, Snake, dann kann ich treffen. Wenn ich damit treffe, dann ist es mega Schaden.
Oh, jetzt kommt er mit dem Backroller an. Oh, alles klar. Ich glaube, die wollen zuerst dich. Ah. 100% die wollen die zuerst. Wahrscheinlich war das gerade der Fehler des Jahrhunderts. Das war der Strike für die Katze. Wenn du es schaffst, den mit abzuschießen, dann kriegst du sowas Spezielles. Okay. Wenn ich doch den Gegner treffe, oder wie? Nee. Und. Nein! Sorry. Oh. Na toll. Ein bisschen zu schwach. Na toll. Ich wollte ihn gerade drüber schießen. Ah, super. Das war der eigene. Du schaffst das, Maukile. Du schaffst es. Nimm Double Damage. Ja. Du spielst so lang. Richtig. Und. Nein. Das wäre ein cooler Trickshot geworden, wenn das geklappt ja hätte. Oder bald fliegt. Das ist unfair. Manche Sachen fliegen recht schön weit und manche sind so schwer. Aber wenn man nicht weiß, was wie fliegt, dann ist das richtig. Oh. So. Hier mal kleine Leute verarschen. Granate oder ein Airstrike? Oh Gott. Sinkhole. Sinkhole ist geil. Dann gräbt sie ein bisschen ein. Warum ein Stück zu stark? Ja, deswegen sagt ihr Granate oder Airstrike, weil die hier an da drüben liegen. Habe ich überhaupt Schaden gemacht? Ich habe plus 0 XP. Boah. Nein, Maukile wird sterben! Hey, hallo, ich bin schon tot. Übrigens, wir nehmen gleich noch eine Folge für Maukile auf. Schaut auch bei ihm vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal sterbe. Okay. Ja, schieße gerne Leichen ab. Super. Ja, alles auf Teamkollegen. Und? Dürfen sie? Das ist ein Snake, die hier erwischt hat, sonst wäre es wahrscheinlich weg gewesen. Was ist das da unten für eine Kiste eigentlich? Das sind meine Waffen. Ah, und wenn ich die aufsammle, kriege ich die auch. Ja, da kommst du aber nicht hin. Es sei denn, du hast ein Erdbeben, ein Earthquake, dann flacht sich das Gebiet ab, beziehungsweise ein Fest. Okay, das fliegt echt kacke. Das ging vorhin besser, ne? Ja. Du hast dann immer so einen Strich, der zeigt dir die Flugbahn an, wie die beim letzten Schuss war. Ich weiß, aber das Problem ist, das war die Flugbahn vorher, wo es zu viel war. So ein bisschen stärker. Und jetzt fliegt das aber gerade bei so einem kleinen Bogen. Immer dann so, Hirnschnuppe. Ja, deswegen mache ich die Einstellung immer per Tastatur, per Pfeiltasten. Du stehst auf dem Präsentierteller, ne? Beweg dich. Ernsthaft? Jawohl!
Jawohl, herzlichen. Du hast einen geschafft. Ich weiß zwar nicht warum, aber du hast einen geschafft. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Oder der ist gelieft. Wahrscheinlich. Du bist. Ich kann gar nicht lieben, was du meinst, oder? Aber das ist so ein Web. Also da sind so ein paar schöne Sachen. Ah! Ein paar Millimeter, was ist? Es ist zu viel. Oh, neue Waffe. Airstrike. Neue Waffen. Airstrike ist gut, wenn du ein bisschen weniger Kraft oder ein bisschen anderen Winkel ziehst, so 20 da links. Dann bleibt er genau in der Senke liegen. Ja! Ja! Mit Double Damage! Sehr gut! Und er könnte jetzt fast genau in deiner Flugbahn liegen. Jetzt haut er eine Granate gleich rein. Oh nein, er hat einen Sniper. Du bist weg. Tschüss. Boah, hast du ein Glück. Was warst du denn? Du wärst weg gewesen. Du wärst sofort von weg gewesen, ne? Ja, ich weiß. Soll ich den Roller einsetzen? Bist du vor oder hinter ihm mit dem letzten Schuss gewesen? Auf dem Berg, genau. Ja, du meinst den dahinter, ne? Ja. Du weißt, dass es einen Roller und einen Backroller gibt. Das war der Roller. Du hättest einen Backroller einsetzen müssen. Oh nein. Er hat noch 52. Mit der richtigen Attacke kannst du den einmal wegkillen. Hast du Granate oder so? Hast du jetzt eingesetzt? Also. Er hat noch 12. Weißt du, hättest du dich bewegen müssen. Aber du hast jetzt die Flugbahn. Tschüss. Oh ne, jetzt musste ich sowieso bewegen. Ja. Hast du noch einen Backroller oder einen Roller? Oder eine Granate, irgendwas, was liegen bleibt. Belger. Belger, Bulger hast du? Ja. Ja, der Hügel ist zu hoch, aber dafür hättest du den korrigieren müssen. Ich bin ja ein bisschen zurück und habe auch ein bisschen den Winkel korrigiert. Vorher war es ja so, dass ich drüber, über ihn war. Jetzt hast du gerade wenigstens zu wenig Power. Egal. Entweder wirst du jetzt sterben oder kann ich gleich sterben, ein Twinkler. Oh no. Ja, das ist ein bisschen mehr Power und dann irgendwas liegen lassen. Ah, nee. Hat er Erdbeben gemacht? Nee, das kommt manchmal. So. Die Map verändert sich zwischendurch. Ja, tut mir leid, dass wir jetzt gar nicht mitspielen, aber... Du hast noch 9 HP und er hat 12. Der nächste Schuss, der trifft. Ich bin am überlegen, was. Aber ein Stück zu stark. Ja. Gemacht. Das macht na gut. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Sagt mir, soll ich lieber schneiden oder soll ich das Ganze so aufnehmen? Einfach komplett durch. Eure Entscheidung. Ich mache mir die Mühe in dem Spiel. Es ist einfach genial. Sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.